Verschluckt sich ein Patient, kann es zum Beispiel zu einem teilweisen Verschluss der Luftröhre kommen. In dem Fall ist es ganz wichtig, dass die betroffene Person mit dem Oberkörper leicht nach vorne geneigt wird und der Ersthelfer zwischen die Schulterblättern klopft. Im Rahmen von einem Totalverschluss der Luftröhre wendet man den Heimlich-Handgriff an, das heißt mit dem Handballen in die Magengrube legend, drücke ruckartig nach hinten oben. Der Fremdkörper sollte sich somit von der Luftröhre lösen. Wurde das Heimlich-Manöver durchgeführt, ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben, dass der Patient trotzdem zum Arzt muss, um weitere Verletzungsmuster abklären zu können.